Die in Auftrag gegebene Anlage wurde entworfen, gezeichnet, mechanisch und elektrisch aufgebaut. Jetzt ist sie fertiggestellt und bereit, auf Herz und Nieren geprüft zu werden. Moin Klaas Peters, die Anlage ist jetzt fertig. Alles nach deinen Wünschen hoffentlich. Es gibt noch eine Beistellung, die fehlt. Das ist das SEM-Modul, das wird aber erst vor Ort eingebaut. Wunderbar. Schauen wir mal rein. Sieht soweit ja gut aus, genau wie das SEM-Modul, das noch fehlt. Sonst waren keine Fehlteile, was mit den Kabeln soweit, alles in Ordnung gewesen. Alles super war das, ja. Die Tür sieht gut aus. Okay, gut. Prima, dann müssen wir noch anfangen zu prüfen. Jo, danke schön. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Nächstes Mal. So, Dennis, die Anlage ist jetzt fertiggestellt. Du sollst jetzt prüfen. Wir schauen mal kurz rein. Hier ist noch ein Fehlteil, das wird aber erst vom Kunden eingebaut. Also kannst du beginnen. Hier sind die Pläne alle da drin. Viel Spaß. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Dennis schließt die Anlage im Prüffeld an einen der hauseigenen Prüfwagen an, mit denen jede Situation simuliert werden kann, auf die die Schaltanlage reagieren muss. Nicht nur die korrekte Ausführung der Verdrahtung wird jetzt geprüft, sondern auch die Funktionsweise. Ist zum Beispiel die richtige Phasenfolge bei der Verbindung zwischen Motorschutzschalter und Schütz verdrahtet worden? Wie reagiert die Anlage bei Netzausfall? Hierfür gibt es festgelegte Prüfabläufe und ausführliche Prüfpläne. Ein weiterer Blick wird auf die über Relais gesteuerten Hilfsantriebe geworfen. Ein solcher Hilfsantrieb sorgt zum Beispiel dafür, dass sich Jalousienklappen öffnen, wenn das Aggregat zu viel Hitze erzeugt. Ebenso wirft Dennis noch einen Blick auf die Klemmen, die gemäß Schaltplan verbaut sein müssen. Weicht die Funktion der Anlage von der Vorgabe ab, werden Änderungen besprochen und gegebenenfalls für die Dokumentation markiert. Ja, das wäre ich fertig mit der Anlage. Ich habe die Anlage auf Funktion geprüft und ich habe alle Fehler durchgefahren. Du kannst jetzt eine Endannahme machen und die überarbeiteten Schaltpläne kannst du auch mitnehmen. Genau, wir müssen ja übertragen, für den richtigen Stand ausliefern. Ja, alle Änderungen, die ich gemacht habe, habe ich gut markiert. Wunderbar. Okay, dann starten wir das Aggregat mal im Testmodus. Dann muss er automatisch starten. Innerhalb von 60 Sekunden einen Fehlstart generieren. Genau, Fehlstart, Startbrennstoff, Reset. Okay, hat funktioniert. Wunderbar. Okay, ja, dann ist die Anlage soweit fertig für die Abnahme und für den Ausliefern. Ja, okay, tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. In der nächsten Folge wird die Anlage an die Logistik übergeben und das Projekt abgeschlossen.